Ja, hallo Leute, hier wieder Tosu mit Let's Play angezockt oder mehr von Skyrim und wir machen da eine kurze Lesestunde. Nämlich haben wir ein Buch gefunden und das heißt Vermischte Einheitentaktiken im 5-jährigen Krieg, Band 1 von Cotus Calonus und schauen gleich mal da rein. Unsere Legionen könnten viel von den unkonventionellen Taktiken der Khajiit im 5-jährigen Krieg gegen Wallenwald lernen. Ich war in der Legionsfestung Sphinxfalter an der Grenze nahe der Stadt Dünen stationiert und wurde Zeuge vieler Auseinandersetzungen im Norden. Der Krieg begann mit dem sogenannten Gemetzel von Torval. Die Khajiit behaupten, dass die Bosma ohne Provokation in die Stadt einfielen und Tausende von Einwohnern töteten, bevor sie von Verstärkungstruppen eines nahen Dschungelstammes wieder vertrieben wurden. Die Bosma behaupten, dass der Angriff eine Vergeltung für die Taten von Khajiit-Banditen war, die mit holzbeladene Karawanen auf dem Weg nach Wallenwald attackiert hatten. Im Frühjahr 396 kam der Krieg näher an die Festung Sphinxfalter heran. Ich war als Wache eingeteilt und sah Teile der Auseinandersetzung. Später sprach ich sowohl mit Khajiit als auch mit Bosmer, die in der Schlacht gekämpft hatten. Diese Schlacht kann als ausgezeichnetes Beispiel dafür dienen, wie die Khajiit eine Mixtur aus Bohnen- und Baumeinheiten nutzten, um den Krieg zu gewinnen. Die Khajiit begannen den Kampf auf ungewöhnliche Art. Sie schickten Gruppen von Holzfällern der Katja Rabt und Senche Rabt, auch Kampfkatzen genannt, in die Außenbezirke der Wälder von Wallenwald. Als die Bosma erfuhren, dass die Bäume gefällt wurden, angeblich ein Verbrechen in der seltsamen bosmerischen Religion, wurde eine Einheit Bogenschützen von größeren Konflikten im Süden angezogen und in den Norden geschickt. Somit wurden die Bosma dazu gezwungen, ihre Streitkräfte in kleinere Gruppen aufzuteilen. Die bosmerischen Bogenschützen bezogen in den verbleibenden Bäumen Position, deren Zweige nach der Rodung 5 oder mehr Meter auseinander lagen und deshalb Licht auf den Waldboden durchließen. Die Bosmer verbogen mit Hilfe von Magie die verbleibenden Bäume zu Festungsanlagen, aus denen sie ihre Pfeile abschießen konnten. Als die Holzfäller am nächsten Morgen erschienen, fiel ein halbes Dutzend Khajiit dem ersten Pfeilhagel der Bosma zum Opfer. Danach nahmen die Khajiit große Holzschilde von den Rücken der Senche Rabt und hatten so einen Schutz vor den Pfeilen. Die Khajiit sorgten, die gewaltige Senche Rabt konnten sich zwischen diesen Schutzschilden und den größeren Bäumen verstecken. Als offensichtlich wurde, dass die Khajiit ihren Schutz nicht verlassen würden, entschlossen sich einige Bosma von den Bäumen herabzusteigen und die Khajiit in direkte Kämpfe Schwert gegen Kralle zu zwingen. Als die Bosma die Deckung der Khajiit fast erreicht hatten, begann einer der Khajiit auf einem einheimischen Instrument aus Metallstangen zu spielen. Oho. Dies war eine Art Signal, auf das hin eine kleine Gruppe der menschenähnlichen Omes und Omes Rabt, was auch immer das heißt, ich kenne diese ganzen Gruppen nicht, aus verdeckten Löchern im Waldboden auftauchten. Trotz ihrer zahlenmäßigen Unterlegenheit gelang ihnen ein Überraschungsangriff von hinten, mit dem sie den Boden schnell für sich gewinnen konnten. Die bosmarischen Bogenschützen in den Bäumen hätten das Gefecht immer noch gewinnen können, hätten sie nicht eigene Probleme gehabt. Eine Gruppe von Daji und Daji Rat, zwei der weniger weit verbreiteten Khajiit-Arten, die in den Bäumen des Tenmar-Waldes leben, sprangen unter einem magischen Schutz der Stille von Baum zu Baum. Sie bezogen Stellung in den höheren Zweigen, die das Gewicht der Bosma nicht hätte tragen können. Als das Signal kam, nutzten sie ihre Krallen und entweder Fackeln oder Feuerzauber. Die Berichte der beiden Überlebenden, mit denen ich sprach, unterscheiden sich hier, um die Bogenschützen während des Bodenkampfes
zu irritieren. Einige wenige Bogenschützen konnten fliehen, doch die meisten wurden getötet. Offensichtlich haben die Daji und die Dajirab mehr magische Fähigkeiten, sich geräuschlos zu verstecken, als gemeinhin bekannt ist. Seltsamerweise erzählt mir einer der überlebenden Bosner, dass er einige kleinere, gewöhnliche Katzen unter den Daji sah und von denen er behauptete, dass sie als Alfig bekannt und die wahren Zauberkundigen seien. Allerdings sind die Bosma fast so unzuverlässige Quellen wie die Khajiit und ich kann nicht glauben, dass gewöhnliche Hauskatzen Zauber anwenden können. Bei Tagesende hatten die Khajiit vielleicht ein Dutzend Kämpfer aus einer nur etwa 4 Dutzend Mann starken Streitmacht verloren. Die Bosma dagegen beinahe eine ganze Kompanie von Bogenschützen. Die Überlebenden des Angriffs konnten nicht rechtzeitig zur Berichterstattung zurückkehren und so trat eine zweite Gruppe von Bogenschützen ein. Und wiederholte die schon einmal fehlgeschlagene Strategie mit ähnlich fatalen Ergebnissen. Schließlich wurde eine weitaus größere Streitmacht geschickt, so dass Bosma die Schlacht mit Hilfe der Tiere von Wallenwald doch noch gewinnen konnten. Dieses dritte Gefecht und die Antwort der Khajiit darauf werde ich im nächsten Band dieser Reihe besprechen. Okay Leute, das war eine kurze Lesestunde und wir haben das Buch jetzt vollends durch. Gut, das fügen wir nur so zwischendurch in die Playlist ein. Wer es lesen will, der kann es lesen. Okay. Wir sehen uns wieder beim Hauptfest und auf der Flucht durch die Festung. Bis gleich, euer Toso. Ciao.